Hi Leute, willkommen zu einer neuen Folge Zoo 2 Animal Park. So, machen wir mal schnell fix sauber hier. Auf Sternchen einsammeln, bisschen füttern. Dann gucken wir mal, was wir heute machen können. Ah, das geht ja zügig heute. Haben wir fast schon geschafft. So, das war's schon. Das ging ja rucki zucki hier. Okay, dann schauen wir mal bei den Zuchten vorbei. Diesmal macht den Anfang wieder der große Panda. Da haben wir ein Level 8 dazu bekommen. Ja, einer geht noch. Dann sind wir da schon bald bei 9. So, dann geht's weiter mit dem Gürteltier. Ja, da sind wir auch jetzt schon bei Level 5. Das Gehege ist voll. Perfekt. So, dann kommt auch schon das Steppenzebra. Das war, glaube ich, wieder ein schwarzes, oder? Nee, diesmal ein normales Level 7. Ja. Auch noch zwei machen, mal gucken, was da für eine Farbe rauskommt. So, dann geht's weiter mit dem Lux. Ah, Level 4. Haben wir eigentlich schon zwei, aber das Gehege machen wir noch voll. So, dann hatten wir noch genau den afrikanischen Esel. Ah, Level 3, brauchen wir auch noch ein. Ah, Zuchtchance 7%, 11 Stunden. Ah ja, das. Die Esel, das zieht sich immer ganz schön. So, dann schauen wir mal weiter zu dem Glanzfasan. Ah, hier ist schon voll. Level 3 haben wir dazu bekommen. Perfekt. Er ruht sich jetzt auch erstmal ein bisschen aus. So, dann hatten wir noch das Pinselohrschwein. Ah, da sind wir auch schon bei Level 3. Gehege ist auch voll, perfekt. So. Okay,
Genau, die Mandarinente hatten wir noch. Da sind wir jetzt auch schon bei Level 3. Super. So, dann eine noch. Dann haben wir da auch voll. Gut, dann sind wir auch wieder eine Stufe aufgestiegen zu Level 77. Ah. So. Okay, dann würde ich sagen, machen wir mal ein paar Truhen auf. Ah, diesmal nehmen wir wieder die normalen. Schauen wir mal, ob wir ein bisschen was Schönes bekommen. Ah, wieder ein Hibiskus, aber rot. Wir brauchen ja immer noch rosa. Ah, ein paar Blümchen haben wir auch eine Weile nicht bekommen. Können wir auch ein paar gebrauchen. Ein Walross. Jetzt bin ich mir gar nicht gespannt. Weiß ich gar nicht aus dem Stegreif, ob wir da schon einen Teil haben. Ich glaube, da versuchen wir es mal mit dem Schlüssel. Machen wir mal hier. Daneben. Komm, wir nutzen doch so gut wie nie Schlüssel. Ah, haben wir mal eins. Perfekt. Dann schauen wir mal kurz in die Puzzleteile, ob das auch richtig war. Ja, genau, hatten wir noch keinen Teil. Alles richtig gemacht. Okay, dann geht's weiter. Ja, Blümchen nehmen wir mit. Ein Erdferkelteil. Aber die sind episch, die könnten wir zur Not auch für Puzzleteilchen holen, die sind nicht ganz so teuer. Da benutzen wir also keinen Schlüssel. Bisschen Blümchen. Da wird jemand erwachsen. Nichts Spannendes. Dschungellaterne, die haben wir ja auch noch nicht gesehen. Jede Menge Blümchen heute. Ah, Blümchen und kleine Tiere. So, hier schauen wir mal noch rein. Ah, Zäunebänke brauchen wir nicht. Gut, so, hier gießen wir nochmal fix. Okay, dann platzieren wir gleich mal schnell unsere Blümchen, die wir jetzt erhalten haben. Ah, hier unten waren wir stehen geblieben. Giesbert ist ja auch wieder unterwegs, hat da ein bisschen was zu tun hier. So, hier haben wir noch was. Hier kommen schon wieder die Zäune. Mal gucken, vielleicht haben wir irgendwann so viele, dass wir da was Sinnvolles damit machen können.
So, das war's auch schon mit Blümchen. Okay, dann werden wir mal rüber in den anderen Zoo schauen. Mach schnell fix sauber hier. Hier ist ja nicht ganz so viel zu tun. So, dann genau platzieren wir heute mal den zweiten Biber, weil wir dafür noch eine Aufgabe haben. Derzeit, ich glaube, der war auch gar nicht mal so günstig, ja, 145.000. Aber Geld haben wir gerade genug. Stecken ja noch mitten in dem Sommer-Event hier. Deswegen habe ich da noch nicht alles ausgegeben. Okay, so, wir passen hier schon, drei Stück passen rein. Dann machen wir den aber gleich auf 4. Stellen wir mal hier hin. Muss der passen. Genau, machen wir hier hin. So, erstmal den Biber rein. Zack. Oh, okay, die Quest ist abgeschlossen. Mensch, die Lena hat sich ja verändert. Zack, und weg ist sie wieder. So, was bekommen wir denn Schönes? Bananenstaude, bisschen Geld, bisschen Erfahrung. Sehr schön. So, erstmal machen wir das Gehege jetzt auf 4. Dürften ja nicht so viele Erweiterungen nötig sein. 3 haben wir. Ah, sind schon 4, ja. Perfekt. Mal was Kleineres. So, machen wir ein bisschen hier. Aber das Riesending. Oh ja. Gut, schauen trotzdem mal, ob wir ein bisschen Deko haben. Oh ja, jede Menge Vogelscheuche haben wir schon. Blümchen. Eine Schubkarre hätten wir noch. Ich glaube, das müssen wir mal. Machen wir erstmal mittig. Das vielleicht noch. Ja, dass das nicht so richtig in die Ecken geht, ist auch blöd. Gut, dann muss das da bleiben. So, die Schubkarre. Ah, durch den riesen Spielteich passt ja kaum was rein. Dann machen wir den doch nicht so mittig. Machen wir den ein bisschen in die Ecke hier. Ah, sieht gar nicht schlecht aus. Ah, ist fast schon ein bisschen zu klein, das Gehege, ja. So, machen wir mal die Vogelscheuche noch ein bisschen an den Rand hier irgendwo. Genau, die kann hier über den Zaun gucken. So. Ah, sieht gar nicht so schlecht aus. Schauen wir noch mal, was wir noch hatten. Wieder ein Heuballen oder noch ein bisschen was Buntes. Und vielleicht noch ein Bäumchen hier in die Ecke.
Oh, nehmen wir noch so ein buntes Blümchen oder erstmal so ein Grasballen. Das wird schon ganz schön voll hier. Aber sieht immer noch nicht überladen aus, finde ich. Aber der Grasballen passt irgendwie, glaube ich, nicht so richtig. Machen wir mal hier hinten noch ein buntes Blümchen. Ein paar Sonnenblümchen gehen immer. So, jetzt sieht das auch gar nicht so schlecht aus. Genau, so können wir das lassen. Wunderbar. Genau, unseren Hibiskus haben wir leider wieder nicht bekommen. Na gut, den bekommen wir aber auch noch. Gut, okay, dann ist der Biber auch fertig. Dann kann der rüber in den neuen Zoo. Demnächst und dann können wir da auch schon züchten. Gut, okay, dann schönen Dank fürs Zusehen und bis denne.